mein Name ist Alina und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich heute ganz spontan vor die Kamera gesetzt und habe für euch diesen auffälligeren Look geschminkt. Und ich hoffe, der gefällt euch genauso gut wie mir, weil das ist eigentlich genau mein Ding. Ich liebe dieses Zusammenspiel zwischen den Farben. Und Brauntöne sind sowieso immer so mein Go-To, wenn ich irgendwas machen will. Dieser Look ist eigentlich perfekt als Abend-Make-up oder zum Ausgehen oder zu irgendwelchen Special-Events, die man so anstehen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und los geht's! So, ich fange heute an mit den Augen und da verwende ich als allererstes meinen Concealer und trage diesen auf meinem gesamten Augenlid auf. Den Concealer verblende ich auch mit einem Beauty Blender. Auf meinen Augen verwende ich heute die Holy Grail Palette von Violet Boss. Die finde ich wirklich wunderschön, es hat wirklich so schöne Töne dabei. Und als allererstes verwende ich die Farbe Tank Salate und mache das auf mein gesamtes bewegliches Lid, um den Concealer zu setten. Als nächstes nehme ich die Farbe Bestie mit einem fluffigen Blendpinsel und verwende das in meiner Lidfalte als Transition Shade. Um die Lidfalte zu verdunkeln, nehme ich nochmal mit demselben Pinsel die Farbe Are You Kidding Me und trage sie ebenfalls in meiner Lidfalte auf. Die dunklere Farbe ziehe ich auch bis ganz nach vorne in den Augeninnenwinkel. Als nächstes nehme ich die Farbe Brownie Points mit einem präziseren Blendpinsel. Und die dunklere Farbe trage ich hier im Außenwinkel auf, als auch in der Lidfalte. Die dunklere Farbe kommt aber auch in den Innenwinkel, um so einen Halo-Effekt zu erzeugen. Zwischendurch verblende ich auch nochmal die Ränder mit einem fluffigen Blendpinsel, ohne nochmal zusätzlich Produkt drauf zu machen. Mit demselben präzisen Blendpinsel nehme ich nochmal die Farbe Teddy Bear und trage diese ebenfalls im Innen- als auch im Außenwinkel auf, um den Halo-Effekt zu verstärken. Den dunklen Lidschatten trage ich auch mehrmals an einer Stelle auf, um so den Lidschatten intensiver und dunkler aussehen zu lassen. Zwischendurch verblende ich auch nochmal die Kanten mit einem fluffigen Blendpinsel. Danach nehme ich die Farbe Bat My Eyes mit einem flachen Eyeshadow Brush und trage diese Farbe in der Mitte meines Augenlids auf. Danach nehme ich mit einem anderen Eyeshadow Brush die Farbe Cool Beans und um den Halo-Effekt zu verstärken, feuchte ich den Pinsel mit ein wenig Fix Plus an und trage die Farbe in der Mitte meines Augenlids auf. Dann nehme ich nochmal mit einem präzisen Blendpinsel die Farbe Teddy Bear und verstärke nochmal den Außen- und Innenwinkel. Wie immer verblende ich zwischendurch die Kanten. Als letztes nehme ich ein wenig Micellenwasser auf ein Wattepad und wische damit unter meinem Auge weg und kreiere damit eine schärfere Kante am Außenwinkel. Mein Gesichts-Make-up beginne ich mit einem Primer und da benutze ich heute von Make-up Forever den Smoothing Primer. Diesen trage ich hauptsächlich in der Mitte meines Gesichtes auf. Den Primer arbeite ich mit meinem Finger in meine Haut ein. Als Foundation benutze ich die Ultra HD Foundation von Make Up For Ever in der Farbe 120. Diese trage ich mit meinem Finger auf mein Gesicht auf. Und verblende alles anschließend mit einem Beauty Blender.
Unter den Augen verwende ich als allererstes einen Corrector. Hier benutze ich von Smashbox den Color Correcting Stick in Light. Diesen verblende ich auch zunächst mit meinem Ringfinger. Als Concealer verwende ich wieder von Catrice den Liquid Camouflage Concealer. Diesen trage ich wirklich großzügig unter meinen Augen auf. Den Concealer verwende ich auch zum Highlighten auf der Nase, auf meiner Stirn, auf dem Lippenherz und Kinn. Den Concealer verblende ich wie immer mit einem Beauty Blender. Zum Setten des Concealers benutze ich von Manhattan das Soft Matte Loose Powder in der Farbe Natural. Und dieses trage ich ebenfalls mit meinem Beauty Blender überall dort auf, wo ich den Concealer gesetzt habe. Unter meinen Augen bake ich auch ganz leicht, damit sich der Concealer nicht absetzt. Zum Konturieren verwende ich von Kevin Kwan das Sculpting Powder in der Farbe Light. Um meiner Nase ein wenig mehr Definition zu geben, konturiere ich sie ganz gerne mit einem fluffigen Eyeshadow Brush. Zum Bronzen benutze ich heute von Physicians Formula den Butter Bronzer. Danach wische ich das Baking mit einem fluffigen Pinsel weg. Als Highlighter benutze ich von The Balm den Mary Luminizer. Diesen trage ich sowohl auf meinen Wangenknochen auf, als auch auf meiner Nase, auf dem Lippenherz und auch ein ganz kleines wenig auf dem Kinn. Auf meinen Wangen trage ich heute von MAC den Powder Blush in der Farbe Mocha auf. Dann geht's nochmal weiter mit den Augen. Als erstes nehme ich die Farbe Bestie mit einem Pencil Brush und trage diese Farbe auf meinem unteren Wimpernkranz auf. Dann nehme ich von Essence den Gel Eyeliner in Braun und trage diesen in meiner Wasserlinie auf. Mit einem Flat Definer Brush nehme ich die Farbe Brownie Points und trage diesen ebenfalls an meinem unteren Wimpernkranz auf und verblende somit auch den Eyeliner. Mit demselben Pinsel nehme ich die Farbe Teddy Bear. Diesen trage ich hauptsächlich am Außenwinkel auf und verbinde damit den oberen und den unteren Lidschatten. Mit einem Pencil Brush nehme ich danach die Farbe Cool Beans und trage sie in der Mitte des unteren Wimpernkranzes auf. Dann nehme ich noch die Farbe Crystal mit einem präzisen Eyeshadow Brush und diese benutze ich zum Highlighten in meinem Augeninnenwinkel und auch unter meiner Augenbraue. Um meinen Wimpernkranz zu verdichten, benutze ich von Maybelline den Gel Eyeliner. Diesen trage ich nur ganz dünn und ganz dicht an meinem Wimpernkranz auf. Danach benutze ich eine Mascara. Hier nehme ich von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Als letztes klebe ich mir Wimpern auf und da benutze ich von Red Cherry die Wimpern mit der Nummer 43. Auf meinen Lippen benutze ich einen Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Pure Hollywood. Thank you.
dann der fertige Look. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe dann bis zum nächsten Mal.